Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuschauer, und seid herzlich willkommen zu einem erneuten Heyday-Video von mir. Und heute werden wir gucken, ob mein Clan-Mitglied noch online ist, vielleicht noch ein bisschen schreiben. Und ja, Fische fangen, hier jetzt wirklich Quests erfüllen, hier gucken, was sie wollen, hier weitermachen und gucken, ob wir irgendwie unsere Sachen aus dem Shop kriegen, weil das ist ein bisschen doof, dass die keiner kauft momentan. Und mal gucken, wie lange wir dafür brauchen, ob es wieder 10 Minuten werden. Und ja, bis gleich. So, als erstes schauen wir doch mal, was die hier wollen. Du, was möchtest du? Du möchtest auch Wolle. So, dann haben wir die auch schon mal beschäftigt. So, Butterpopcorn. Das schauen wir doch mal, ob wir das machen können. Genau, wir können das machen. Dann machen wir doch einfach mal direkt eins. Das ist ja so. Die erste haben wir dann sozusagen auch schon fertig. Speckkuchen. Wo macht man den? Hier. Können wir auch machen. Ist drin, ne, Freunde. Jetzt gleich müssen wir auch noch Schweinespeck da holen. Oder Speck halt generell. Für die Hunde. Ja, doch, war ja richtig. So, dann haben wir das nächste auch schon am Start. Platinbarren, weiß ich gar nicht. Können wir den denn machen? Das wäre mal gut zu wissen. Ja, wir können den Platinbarren auf jeden Fall machen. Dann habe ich den jetzt einfach mal reingetan. Da haben wir den im Prinzip auch schon fertig. Wunderbar. Dann blaue Wollmütze, 2 Stück. Das könnte jetzt natürlich kritisch werden. Warte mal, wo macht man den nochmal? Das habe ich jetzt natürlich vergessen. Ich hoffe, ich habe Fenster neben mir offen. Ich hoffe nicht, dass man das hört. Aber ich glaube, mein Mikrofon ist so gut. Man hört das, glaube ich, nicht. Speck und Ei. Okay, da ist schon das Problem, das erste. So, jetzt gehen wir hier auf eine Schraube. Wunderbar. Speck und Ei. Vielleicht können wir das auch irgendwie im Shop kaufen. Einen haben wir schon mal. Wir brauchen aber noch einen. Und mal schauen, mal schauen. Warte, was geht hier im Shop? Break hat nur gekauft. Brauchen wir jetzt natürlich nicht. Speck und Ei. Dann schauen wir mal. Warte mal. Wir müssten doch trotzdem hier. Ja, erstmal kurz drehen. Was kriegen wir? Das wäre optimal gewesen, ne? Speck und Ei. So. Bei den. Soweit ich weiß, hatte ich doch hier. Genau. Wunderbar. Aber, warte mal, wie viele haben wir denn jetzt? Dahingegen gehen halt die Hunde vor, ne? Da kann ich jetzt auch nicht viel machen. Das ist natürlich kritisch. Aber, ja. Die Hunde gehen ja wohl vor, nicht? Das Geld steht sich. So, jetzt ist der letzte Busche auch von uns am Start wieder. Und jetzt wissen wir wenigstens, dass die sterben, wenn wir die nochmal wiederbeleben. Abbauen. Und, ja. Hier hat sich einer erstmal gegönnt. Das müssen wir doch gleich mal wieder auffüllen. Und das ist doch einfach toll, dass der Shop wenigstens wieder ein bisschen Money produziert hat. Ja, das ist immer wichtig. So, einfach mal kurz alles in den Shop hier klatschen. Und dann haben die Leute alles, was sie brauchen. Weizen kann man nämlich viele Sachen verwenden. Zum Beispiel zum Brotbacken. Ich meine, die müssen das jetzt noch in ihre Mühle tun. Bin ich doof? Ja, doch klar, in die Mühle tun und dann können sie es verarbeiten zu Brot. Und das ist doch wunderbar. Ich habe das hier unten gerade nicht gesehen. Toll! Klasse! Ich hätte wirklich Ei und Speck schon längst haben können. Aber, ja. Aber hier ist die Kuh fertig? Ja, doch hier. Gönn dir Kuh, schlaf erstmal. So, Hühnerfutter. Wir wollen ja auch ein bisschen Eier verkaufen. Also müssen wir die jetzt natürlich auch ein bisschen in Betrieb nehmen, die Hühner. Eins ist auch fertig noch. Hier. Ich krieg natürlich gleich wieder neues Futter. Und wir pflanzen jetzt erstmal kurz noch ein bisschen Weizen an. Muss das verkaufen. Ja, momentan ist Weizen nicht mehr so krass am Laufen, so im Shop. Woran das liegt, weiß ich tatsächlich gar nicht. Und, also, ich denke,
dass, also alles kriegt mal seinen Hype und alles geht mal unter. Und ich denke, dass das einfach unterging jetzt, weil man braucht es ja momentan nicht, weil Halloween war halt Kürbis, so, und jetzt ist Weihnachten, also sind andere Sachen, denke ich mal, im Shop so ein bisschen hyper. Ich denke aber, dass es wiederkommen wird. Aber mal gucken, wie lange das dauert. Hallo, kommst du her, du Sack, du blöder Fisch, du. So, wir haben einen neuen Fisch. Der ist relativ leicht gewesen, ist aber egal, wir wollen eh nur Fischbrötchen. Ich denke, also ich gucke jetzt mal auch in die Quest, ob wir das generell auch brauchen. Und wenn wir das brauchen, dann ist doch alles so in der Bar. Nee, wir brauchen einen blauen Pullover. So, den habe ich dann auch mal reingemacht. Fertig. Äpfel, das müsste auch machbar sein. Wenn ich mich jetzt richtig noch entsinne, können wir uns... Der stirbt jetzt. Genau. Und wir können ihn noch einmal anfragen. Genau. Habe ich mir schon gedacht. So. Ich guck mal nach einer neuen Torte. Nach einer neuen Torte. Wie kosteten die hier? Weißer Zucker und Sahne, ne? Genau. Sahne. Und ein bisschen weißer Zucker, genau. Hier. So. So. Wunderbar. Wunderbar. So, dann schicken wir den einfach mal los, weil ich meine, was wir weg haben, haben wir denn weg. Das ist auch wunderbar. So. Wir müssen unseren Weizen auf jeden Fall aus unserem Haus rauskriegen. Fischbrötchen können wir natürlich machen jetzt. Nur ich muss mal kurz gucken, wo. Hier. So. Fischbrötchen ist gemacht. Der Typ ist also... Warte, wie viele wollten der haben? Eins, genau. Also ist der Typ sozusagen schon fertig. Gold macht gerade eins, das weiß ich. Aber da brauchen wir noch ein bisschen. Unsere Ausbeute ist so an sich ganz gut. Fertig. Bald fertig. Ist gerade auch am Machen, also fertig. Mütze ist am Machen. Eins haben wir nur davon. Da müssen wir mal gucken. Warte mal, wir können doch hier... Hier war das. Erbitten. Erbitten. Wäre halt wirklich sozial, wenn da irgendwie einer was da hätte und er sagt so, yo Bruder, kannst du haben, Mann. Diese Torte, wie viel kostet denn die? Hier. Das weiß ich ernsthaft die, ne? Die pinke, ja. Doch. Alter. Okay, noch zwei Sahne. Noch drei Sahne. Kann ich die hier drin machen? Natürlich nicht. Warte mal. Gehen wir mal richtig Gas hier. Und jetzt den Zucker, die kann. Also da habe ich ja genug. Ja. Machen wir ruhig mal ein bisschen jetzt von da rein. Und ich glaube, wir haben jetzt genug. Drei hiervon und drei und noch einen in der anderen Quest, genau. Nice, okay. Hier fehlen auch nochmal zwei Sahne. Ja gut, die Quest können wir jetzt auf keinen Fall mehr machen. Also das Ding ist jetzt komplett voll. Kürbiskuchen. Wie sieht es damit denn aus? Sehr gut sieht es damit aus, aber wir müssen mal kurz gucken. Ob wir einen Kürbis im Shop gekauft kriegen. Wenn ja, das wäre dann doch richtig optimal. Ein Matchback. Korrekt. Nur, ich nehme den auch einfach mal mit. Wow, ich wollte jetzt gar nicht klicken. Aber gut, wir schauen dann mal. Hier ist auch nochmal ein Matchback. Ich weiß nicht, ich nehme einfach direkt alles mit hier. Scheiß drauf, dass das ein bisschen mehr kostet. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Geldprobleme... Also, ich habe keine Geldprobleme. So, wir holen jetzt mal kurz auch die Kürbisse. So, das reicht mir hier schon. Und kann der Kürbiskuchen in die Produktion, sag ich mal. Wunderbar. Wunderbärchen. Warte mal, was fehlt denn jetzt? Genau, die beiden... Wir haben 13 Ei. Ja, moin. So, wir schauen dann jetzt nochmal bei einem Teammate.
nach der Kiste, wo die denn sich hier wieder verkrochen hat. Das ist ja immer ein bisschen tricky. Und dann sieht das doch, also haben wir heute auch eine Menge geschafft. Ein paar Quests auf jeden Fall erledigt. So, ich zoome mal raus. Und das ist doch wunderbar. So, da haben wir sogar eine Schaufel bekommen. Können wir investieren in der Mine? Das ist doch auch richtig nicer. So, dann können wir jetzt hier ein bisschen buddeln. Ein bisschen brennen noch. Und jo, ansonsten, was ist das hier? Okay, die ist auf jeden Fall auch am Start. Wir haben auf jeden Fall auch heute gut Geld gemacht. Ich weiß, wir haben ein bisschen miese gemacht, aber das war mir eigentlich jetzt relativ. Ich wollte jetzt generell nur die Quests erledigen und von daher, ja, alles in Ordnung, ne? Und so, wir versteigern jetzt hier nochmal ein paar Sachen. Und Erntenkurs, dass wir nochmal den Shop komplett voll machen können. So, wir kriegen auch richtig gut XP davon. Und wir sind wieder erst, es dauert nicht mehr lang, dann sind wir auf jeden Fall bei der ersten Grenze. Und das finde ich sehr schön. Sehr, sehr schön. Was haben denn unsere. Warte, ich gehe mal nach der Richtung, ist einfacher für mich. Guck mal, was da im Shop ist. Wow. Jetzt brauchen wir es auch nicht mehr. Korrekt. So. Milch. Speck. Hat er auch. Na, hat er nicht. Doch, hat er. Warte mal. Wir machen den jetzt zwar, aber ich habe da jetzt nichts gegen, das auch auf anderweitig jetzt ja, zu haben. Ich meine, gut, wir brauchen jetzt noch Sahne und hat das jetzt überhaupt nichts gemacht, sehe ich. Ach du meine Güte. Zum Glück haben wir ein bisschen vorgepflanzt. Ja, moin. Oder habe ich nachgepflanzt schon? Nein, natürlich nicht. Nachpflanzen wäre zu schnell, ey. Das wäre. So, machen wir doch gleich mal hier den Shit. So, dann haben wir das auch nachgepflanzt. Jetzt müssen wir erstmal unserem Shop mal kurz wieder ein bisschen Leben verpassen. Ah, ich weiß, warum ich das jetzt hier alles immer extra anklicken muss, denn es war ja mal das Problem, immer nur neue Sachen reingetan, dass du die noch nicht wolltest, dass sie online gehen, sozusagen. Dann musstest du das hier weghaken, aber jetzt musst du es halt anhaken und das ist eine ganz coole Sache, ne? Warte, wir gucken jetzt mal nochmal in den weiteren Shops, wie das denn da aussieht. Und jo. Milch haben wir auf jeden Fall ja auch gekauft. Das war eine ganz coole Sache. Schauen wir mal in die weiteren Shops. Eine Mütze. Wir brauchen noch eine Mütze. Das wäre optimal, wenn irgendeiner noch eine Mütze hat. Aber so wie ich mein Glück kenne, er hat einfach gar keiner mehr eine Mütze. Ne, eine Hose, ein Hemd. Brauche ich alles eher weniger. Ne? Also Fischbrötchen sind wir jetzt auch gerade am machen. Daher brauche ich jetzt auch keinen Fisch. Und ja, generell sieht das hier so ein bisschen leer aus. Könnte daran liegen, dass die meisten der Leute, die mich hier verfolgen, beziehungsweise die ich verfolge, irgendwie nicht mehr spielen gerade. Und ja, ne? Kann man ja machen. So, Beobachter. Wer braucht denn? Achso, Morgenfarm. Ja, gut. Geht denn bei Ostwind eigentlich? Da haben wir, glaube ich, gar nicht geguckt, ne? Doch, haben wir. Gar nichts geht bei ihm. Warte, bei ihm ist irgendwas nicht ganz mehr in Ordnung. Sollen wir ihn hier drin helfen oder was? Wir haben 6 Stück. Wir machen doch gerade ein Fischbrötchen, ne? Komm denn. Gib ihn. Aber wir helfen ihm mal richtig. Warte mal kurz. Guck mal, ob ich das noch schaffe. Also müsste ich eigentlich. Also ich hoffe, euch ist es einfach noch da. Sechs Fischteile kann ich jetzt natürlich nicht ranholen. Das. Also, 12 davon. 12 meine ich natürlich. Das kann ich jetzt natürlich gerade nicht ranholen. Aber ich kann natürlich mein nötiges. Also ich kann natürlich versuchen, so viel wie möglich ranzukriegen. Und ich denke, das machen wir doch einfach mal. Vielleicht sieht der Ostwind das hier wieder. Denn da helfen wir ihn jetzt einfach mal. Habe ich gerade mal für ihn nochmal 6 Fleisch davon gekauft. Und jetzt fehlt ihm nur noch einer davon. Und das ist doch sehr schön. Sehr, sehr schön sogar.
So, ihr braucht da auch irgendwo Hilfe. Habe ich jetzt aber gerade auf die Schnelle auch nicht gefunden. Ja, die Folge, also die letzte Folge für 2018, ja, 18, wahrscheinlich bin ich schon ein Jahr weiter. 17 neigt sich natürlich jetzt schon so langsam dem Ende und ich hoffe natürlich, dass ihr dieses Jahr viel Spaß hattet auf unserem Kanal. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin und ciao.